Jo, Mahlzeit, Freunde. Muss noch ein bisschen Gartenarbeit erledigen. Dann habe ich natürlich heute das richtige Werkzeug dabei. Ne? Wieder die gute Gombräu-Zugsäge. Für das restliche Holz kleine SOG-Axt. Und für den Fall, dass wir ein Messer brauchen, was wir natürlich auf jeden Fall brauchen, SI-6 HM. Cooles Teil. Na komm schon. Aber nicht. Los geht's. Klein machen. Oh, ist gut. Jesse.
Beschichte Grill klein hacken. Schauen wir uns mal die Beschichtung an. Da ist noch nichts zu sehen. Ich denke mal, wenn man da mal mit dem öligen Lappen drüber geht, sieht das sofort wieder gut aus. Fotofokus ist hier total auf mich fixiert. Ne? Also, die Pulverbeschichtung ist wirklich gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen, haben wir noch ein massives Bein von irgendeinem Möbelstück, vielleicht ein Bett. Nehmen wir mal Baton. Und dann schauen wir mal, was die Schärfe noch macht, ne? Was die Schärfe noch hergibt. Leichter als gedacht. Leichter als gedacht. Anders wie das Beton als das letzte Mal. Ne? Ja, locker. Locker. Dass die Klinge nicht ganz so massiv ist wie bei einem 7-Inch Cable, ist die Hauwirkung noch ganz okay. Das Cable Becker 7 oder 9, die haben natürlich extrem massive Klingen, auch hoch aufgebaut. Die haben eine brutale Hauwirkung. Also wenn man ein reines Haumesser sucht, Cable Becker BK7, BK9. Aber das ist dafür auch, sage ich mal, universeller. Mit so einer, was haben wir gemessen, 4,35 mm Klinge, die dann doch relativ gut ausläuft, ist es dann doch universeller zu gebrauchenes Messer. Strich. Dafür sollten wir es bald schon noch. Ne? Ah, stopp. Ja, das ist schön. Das Grillgröße. Oh, ja, heute ist überall Gartenarbeit angesagt. Schnitttest. Und zwar. Autogurtmaterial. Das ist nicht immer übles Zeug. Mal gucken, die Klinge, wie die da noch durchgeht. Das Gute ist, man hat natürlich keinen Scheitel, wo man hängen bleibt, höchstens dann hinter, wo die Klinge aufhört. Geht. Also scharf genug noch für Autogurt, auch nach eine halbe Stunde Holz machen. Also kein Thema, selbst bei einem nicht ganz so harten Stahl. Ne? Hat ja nur so 56, 57 HLC. Das reicht, ne? Beschichtung. Also kein Problem, einmal mit dem Ballistol-Lumpen drüber und dann ist wieder gut. So, aber ich glaube, die nächsten Brocken müssen wir mit der Säge erledigen.